Für uns ist eine besondere Ehre, heute hier dabei zu sein. Wir durften dieses Gebäude mit dem Dach mitgestalten, und zwar mit unserem neuen Siegel E58RS. Das ist ein besonderes Modell, mit dem wir gewährleisten können, dass wir eine Dachneigung von 10 Grad herstellen können und dass einfach dadurch ein hoher Schutz da ist. Ich brauche darunter keine diffusionsdichte Bahn, sondern ich kann mit einer diffusionsoffenen Bahn arbeiten, und das kommt natürlich dem ganzen Gebäude entgegen. Dazu kommt, dass es architektonisch natürlich ein Trend ist, flach geneigte Dächer zu machen und damit den Schutz eines Steildaches zu haben. Es ist eigentlich alles gesagt, aber für mich als Camper, für unsere Familien, das Wichtigste fehlt. Der Flachdachziegel von Airlus hat eine große Besonderheit. Wenn man hier schaut von der Optik, wir sind einige Meter weg, man sieht kein Dach, und er ist preislich, meine Damen und Herren, für Sie als Bauherr viel interessanter wie ein klassisches Flachdach. Es ist ein wirtschaftlicher Vorteil, das heißt, es gelingt traumhafte Architektur, geneigtes Dach, nicht sichtbares Dach und wirtschaftlich interessanter wie ein klassisches Flachdach. Du sprichst ja ein Thema an, was sehr, sehr wichtig ist, was einfach zum Thema Nachhaltigkeit dazukommt. Ich kann einfach sagen, mit diesem Tondachziegel von Airlus habe ich einen Lebenszyklus, der über viele, viele Jahrzehnte, ich möchte sogar sagen über 100 Jahre, einfach ein sicheres Dach gewährleistet und damit der Kunde auch für viele Jahrzehnte Sicherheit hat. Tondächer heizen sich ja nicht so auf wie Betondächer. Und deswegen haben wir ja in der Kombination der Photovoltaik einen weiteren Mehrwert, dass mehr Energie produziert wird auf dem Dach, weil ja keine Abstrahlungswärme da ist. Und das ist ja auch noch ein riesengroßer Mehrwert. Und sollte irgendwann eine Familie sich entscheiden, in 50 Jahren, in 100 Jahren das Haus zurückzubauen, Tondach kann man immer recyceln. Das ist ein reines Naturprodukt. So ist es. Und mir fällt zu diesem Thema natürlich besonders auch eines ein: Steildach, Schutzdach, Nutzdach. Meine Damen und Herren, was gibt's Besseres? Lieber Fabian, du hast ja den auch auf deinem Haus drauf. Ja. Die Optik, die macht's, oder? Ja, wenn du das noch nicht mal siehst mit der Größe, ich kann es auf jeden Fall nicht sehen. Also, astrein.